Hersteller ist Sovereign. Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Es war ein guter Kampf, Shepard. Finde ich auch. Shepard! Moment! Ihren Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Bingo! Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan. Zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles. Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Ja. Ich wäre Ihnen überall hin gefolgt, Commander. Ich dachte, Sie wären tot. Sie waren mehr als nur unser Commander. Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ich war 2 Jahre außer Gefecht. Ihre Karriere und Ihr Leben sind weitergegangen. Warum sollten wir alte Wunden aufreißen? Mein Leben ging weiter. Aber jetzt sind Sie wieder da. Und wir haben Meldungen über Sie und Cerberus bekommen. Meldungen? So viel zum Thema Geheimhaltung. Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Unsinn. Ich weiß, was Cerberus ist. Sie sagen, die Menschen gingen vor, aber zu welchem Preis? Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Das Leben gerettet? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Typisch Allianz. So fixiert auf Cerberus, dass man blind wird für die tatsächliche Bedrohung. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben, Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht ja. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Nicht gehen. Mit mir kommen. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Noch nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Commander. Viel Glück. Wir sehen uns wieder. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Das kann ich mir vorstellen. Der Shuttle steigt und steigt und steigt. So, ich werde den hier noch gleich wieder erstmal Schluss machen. Weil, da haben wir wieder schon mal ein bisschen was geschafft. Und kleine Schritte sind ja bekanntlich auch Schritte. Jetzt kriegen wir die Dossiers für die nächsten... sag mal schnell... Mitglieder. Und... kriegen die ersten Loyalitätsmissionen, genau.
werde dann erst die Loyalitätsmission machen und dann die Charaktere, die nächsten Charaktere holen. Und dann geht's erst wieder zur nächsten Aufgabe. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ach was. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen drei weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Bla bla bla. Großes bla bla. Oh. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Genau. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Jetzt bleibt man Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Sie sind mächtig, aber wir haben ein paar Tricks auf Lager. Wenn sie jemand aufhalten kann, dann wir. Ganz Ihrer Meinung, Commander. Horizon hat alles völlig klar gemacht, was unsere Aufgabe ist und womit wir es zu tun haben. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Ja. Das können wir auch alles machen. Oh, jetzt können wir auch so einen Sane holen. Sane Krios. Cooler Typ. Ja, du lädst. Ich weiß. Ein Frame. Ah. Jetzt geht es hier lang drauf. Oh ne, dann bleiben wir gleich mal hier stehen. Betrachten das wunderschöne Modell der Normandy. Oh, Samara können wir jetzt finden. Haystrim, achso. Tali. Ja gut, ne, dann machen wir hier jetzt einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, ich würde sagen, man sieht sich, see ya.